vivirán que es así. Bailemos, ven que las penas se olvidan bailando. En un congreso lo aprendí de Frank Santos. O confírmalo si quieres. Hi, wir sind Bianca und Stefan von der Tanzschule Schmidt-Seehaus. Heute haben wir euch einen ganz besonderen Tanz mitgebracht. Bachata ist heute das Thema. Dieser Tanz ist bei uns nicht im regulären Tanzkursprogramm, deswegen ist es super, dass du hier dieses Video heute anschaust. Bachata ist ein wunderschöner Tanz aus der Salsa-Szene und er ist so einfach strukturiert, dass du ihn sofort mittanzen kannst. Wie gewohnt werden wir erst zeigen, wie der Tanz generell funktioniert. Anschließend gehen wir das gemeinsam, ihr vor dem Fernseher, ihr hier in der Tanzschule durch und anschließend könnt ihr euch das Ganze mit Musik einmal anschauen. Auf unseren Playlists findest du natürlich auch die passende Musik, dass du zu Hause ganz viel diesen tollen Tanz üben kannst. Wusstest du eigentlich, dass das mein Lieblingstanz ist von allen Tänzen? Wahnsinn, wirklich? Ja, aber ich liebe den Bachata. Geht mir mittlerweile genauso. Ja, also, ich bin vor allem mit ihm. Also mit ihm zu tanzen macht mega viel Spaß. Aber das habe ich ja schon oft betont. Ich freue mich total jetzt auf die nächsten, hoffentlich keine 5 Stunden. Aber ich stehe gerade gerührt. Danke. Aber es ist tatsächlich so, vielleicht geht es genauso wie Bianca am Schluss. Eigentlich war Salsa meine Riesenleidenschaft, das ist das nach wie vor. Aber Bachata ist einfach ein wundervoller Tanz. Wollen mich gerade nicht länger auf die Folter spannen, denn jetzt geht's los. Wir drehen uns rum, da geht's los, da sind wir bereit und jetzt geht's zur Bachata. Wir starten jetzt erstmal mit einer kleinen Vorübung. Und zwar tanzen wir immer hin und her und starten alle erstmal mit dem linken Fuß, egal ob Mann oder Frau. Und dazu drehe ich mich wie Bianca einmal um, dass wir alle in diese Richtung gleich mit dem linken Fuß starten. Wir tanzen. 1, 2, 3, ein Tipp. 1, 2, 3, ein Tipp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. Was wir hier gemacht haben, ist natürlich schon der Bachata-Grundschritt. Er bewegt sich immer zur Seite und die Herren starten später auch tatsächlich mit dem rechten Fuß und die Damen switchen später um und starten. Ich habe falsch gemacht. Das ist umgekehrt. Genau. Die Damen beginnen nachher mit rechts, die Herren beginnen. Ganz genau, wie wir gerade sagte, die Herren beginnen später mit dem linken Fuß und die Damen mit dem rechten. Aber erst machen wir nochmal diese Vorübung. Das heißt, wir nehmen alle den linken Fuß und tanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. 1, 2, 3, ein Tap. 5, 6, 7, die 8. Jetzt haben wir bereits die Grundbewegung gelernt und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze mit dem Drehen funktioniert. Ja, wir starten alle wieder mit dem linken Fuß als Vorübung, bevor wir dann die Drehung gemeinsam tanzen. Das heißt, linker Fuß, wir starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, wir drehen in diese Richtung. Und wir drehen, drehen, drehen. Tappen, 5, 6, 7, die 8. 1, 2, 3, 4, wir starten wieder die Drehung. Das heißt, wir drehen, drehen, drehen. Tap, 5, 6, 7, die 8. 1, 2, 3, 4. Wir starten wieder die Drehung. Und wir drehen, drehen, drehen. Tap, 5, 6, 7, die 8. Aktuell ist es so, dass wir immer auf einer Linie unterwegs sind. Keine stationäre Drehung, wie man es aus dem Tänzen Rumba, Cha-Cha, Salsa kennt, sondern hier wird immer weiter gedreht. Das heißt, Achtung, es wird gedreht. Und hier drehen, drehen, drehen. Tap, 5, 6, 7, die 8. Diese Drehung funktioniert sowohl nach rechts als auch nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir drehen und drehen, drehen, drehen. Tap, 5, 6, 7, 8. Und man könnte es natürlich auch in diese Richtung tanzen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und 4. Wenn du das jetzt
gemeinsam tanzen, tanzen die Herren erstmal, wie wir es gerade vorher gelernt haben, Bachata Basic. Das heißt, wir starten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. Wir werden die Damen gleich über die Zahlen 5, 6, 7 und 8 drehen lassen. Wir nehmen also erst den Arm nach oben, dann dreht 5, 6, 7, die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Über die Zahlen 1 bis 4, die Hand nach oben, über 5, 6, 7, 8 möchten wir die Damen drehen. Wenn ihr jetzt zu Hause mitmachen möchtet, stellt euch doch an beide Hände oder in Tanzhaltung und wir starten erstmal mit dem linken Fuß und die Damen mit dem rechten Fuß. Wir tanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. Arm nach oben und sie dreht. 5, 6, 7, die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Tap. 5, 6, 7, ein Tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Wenn ihr noch aus dieser Richtung schauen wollt, würde das Ganze so aussehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der linke Arm nach oben. Bianca dreht. Und ob wir das Ganze an beiden Händen oder in der Tanzhaltung tanzen, ist ganz egal. Es funktioniert ganz genauso. 1, 2, 3, sie dreht. 5, 6, 7, die 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. Y dirán que es así, bailemos, ven que las penas se olvidan bailando. En un congreso lo aprendí de Frank Santos. O confírmalo si quieres con Corgelli. Y dirán que es así, bailemos bachata, mi amor, hasta que el cuerpo aguante. José Ferrante y que tú seas Melena. Yo vengo siendo Ronald y tú Alba tal vez. Es más, yo soy Alex y tú me decides. Bailemos porque la vida es más bella bailando. Si no, pregúntale al tigre del mambo. O confírmalo si quieres con Jorge y Edith. Y dirán que es así. Bailemos, ven que las venas se olvidan.